Double ist ein Kartenspiel, das als Beobachtungs- und Reaktionsspiel funktioniert. Es ist spielbar für 2 bis 8 Personen und eine Spielrunde dauert in etwa 15 Minuten. Eine Besonderheit bei diesem Spiel ist, dass es 5 verschiedene Spielvarianten gibt. Das Spiel selbst besteht aus 55 runden Karten und jede dieser Karten zeigt 8 Symbole. Egal welche beiden Karten man miteinander vergleicht, es stimmt immer genau ein Symbol überein. Neue Spieler können sich schnell und einfach mit Double vertraut machen. Dazu werden 2 zufällige Karten aufgedeckt und gut sichtbar in die Mitte gelegt. Nun gilt es, möglichst schnell das Symbol zu finden, das auf beiden Karten übereinstimmt. Form und Farbe sind gleich, nur die Größe kann unterschiedlich sein. Der Spieler, der es als erstes gefunden hat, benennt das Symbol und deckt dann 2 neue Karten auf. Dieses wird so lange wiederholt, bis klar ist, dass immer nur ein Symbol zwischen 2 Karten übereinstimmt. Jetzt kann es losgehen. Kommen wir also zum Spielziel von Double. Double bietet eine Reihe an Spielvarianten, bei denen es um Geschicklichkeit geht und alle gleichzeitig gefordert sind. Das Ziel besteht immer darin, als erster das Symbol zu finden, das auf 2 Karten übereinstimmt. Und es dann laut zu benennen. Wer das schafft, erhält entweder eine Karte oder darf eine abgeben, je nach Spielvariante. Bevor wir hier jetzt sofort zu den Spielvarianten kommen, noch ein paar Zusatzinfos. Wie wir bereits wissen, gewinnt jener Spieler, der als erstes das übereinstimmende Symbol benennt. Waren dabei allerdings mehrere Spieler gleich schnell, gewinnt derjenige, der die Karte als erster genommen oder abgelegt hat, je nach Spielvariante. Tja, und besteht am Ende einer Partie zwischen 2 Spielern ein Gleichstand, kommt es zu einem Duell. Beide Spieler ziehen dabei dann eine Karte, decken sie gleichzeitig auf. Wer als erstes das übereinstimmende Symbol benennt, gewinnt. Spielvariante Nummer 1, der Turm. Jeder Spieler erhält eine verdeckte Karte. Die übrigen Karten werden als aufgedeckten Stapel in die Mitte gelegt. Das Ziel bei dieser Spielvariante ist es, die meisten Karten zu sammeln. Wenn das Spiel beginnt, drehen alle Spieler gleichzeitig ihre Karten um. Dabei vergleicht jeder Spieler seine Karte mit der obersten vom Stapel. Sobald jemand das übereinstimmende Symbol gefunden hat, benennt er es und legt die Karte von der Mitte aufgedeckt auf seine Karte. Hier entsteht ein Stapel, das ist dann der Turm. Die oberste Karte dieses Stapels ist dann die aktuelle Vergleichskarte des Spielers. Es wird so lange weitergespielt, bis sich keine Karten mehr in der Mitte befinden. Gewonnen hat der Spieler mit den meisten Karten. Spielvariante 2, der Brunnen. Eine Karte wird aufgedeckt in die Tischmitte gelegt. Die restlichen Karten werden dann verdeckt, gleichmäßig auf die Spieler aufgeteilt. Jeder bildet aus den ihm zugeteilten Karten einen eigenen verdeckten Stapel. Das Ziel dieser Variante ist es, als erster alle seine Karten loszuwerden. Bei Spielbeginn drehen alle Spieler gleichzeitig ihren Stapel um. Dann vergleicht jeder die oberste Karte seines Stapels mit der aufgedeckten Karte in der Mitte. Sobald jemand das übereinstimmende Symbol gefunden hat, benennt er es und legt seine Karte auf die Karte in der Mitte. Und dieses ist dann die neue Vergleichskarte. Es wird so lange weitergespielt, bis keiner mehr eine Karte hat. Und wer als erster keine Karte mehr hat, der hat das Spiel gewonnen. Spielvariante Nummer 3, die heiße Kartoffel. Diese Partie besteht aus mehreren Runden. In jeder Runde erhält jeder eine verdeckte Karte. Die übrigen Karten werden für die nächste Runde beiseite gelegt. Nun einigt man sich, wie viele Runden man spielen möchte, es müssen übrigens mindestens 5 sein. Und gewonnen hat der Spieler, der am Ende der festgelegten Rundenanzahl die wenigsten Karten vor sich liegen hat. Man versucht also, in jeder Runde die Karten loszuwerden. Alle Spieler legen ihre Karte verdeckt auf ihre Handfläche und drehen sie dabei gleichzeitig um. Wer als erster ein Symbol findet, das zwischen seiner Karte und der eines Mitspielers übereinstimmt, benennt es und legt seine Karte auf die des Mitspielers. Hat jemand bereits mehrere Karten in der Hand, legt er alle seine Karten auf die des Mitspielers. Die oberste Karte ist immer die aktuelle Vergleichskarte. Es wird so lange weitergespielt, bis ein einziger Spieler alle Karten auf der Hand hat. Diese legt er nun vor sich ab. Dann beginnt die nächste Runde. Wer dann nach der letzten Runde die wenigsten Karten vor sich liegen hat, gewinnt. Kommen wir zur Spielvariante 4, das vergiftete Geschenk. Jeder Spieler erhält eine verdeckte Karte. Die übrigen Karten werden als aufgedeckten Stapel in die Mitte gelegt. Wer am Ende die wenigsten Karten hat, gewinnt diese Spielvariante.
Alle Spieler drehen gleichzeitig ihre Karte um. Wer als erstes ein Symbol findet, das zwischen der obersten Karte in der Mitte und der eines Mitspielers übereinstimmt, benennt es und legt dann die Karte aus der Mitte auf die Karte des Mitspielers. Das ist dann sein vergiftetes Geschenk. Die neue oberste Karte in der Mitte ist nun die Vergleichskarte. Es wird so lange weitergespielt, bis sich keine Karten mehr in der Mitte befinden. Und gewonnen hat der Spieler, der die wenigsten Karten vor sich liegen hat. Spielvariante 5 heißt Drilling. Zunächst wird mit allen Karten ein verdeckter Stapel gebildet. Die obersten 9 Karten werden aufgedeckt in die Mitte gelegt. Wer am Ende dieser Spielvariante die meisten Karten gesammelt hat, hat gewonnen. Jeder Spieler versucht gleichzeitig ein Symbol zu finden, das zwischen 3 Karten übereinstimmt. Sobald jemand ein übereinstimmendes Symbol gefunden hat, benennt er es und nimmt sich die 3 Karten. Die Lücken werden mit 9 Karten vom Stapel gefüllt. Es wird so lange weitergespielt, bis weniger als 9 Karten ausliegen. Und es unter den restlichen Karten keine 3 Karten mit übereinstimmendem Symbol mehr gibt. Gewonnen hat der Spieler, der am Ende die meisten Karten gesammelt hat. We'll be right back.